3DO. Meister Iron Fist, Leutnant Kalich und Sergeant Piridak melden sich zum Report. Fahrt fort. Wie befohlen, patrouillierten wir entlang des Strands an der Brighton-Bucht, als wir eine große Gruppe von ungefähr 40 stark bewaffneten Elfen entdeckten, die in unser Gebiet eindrangen. Wir haben den richtigen Zeitpunkt abgewartet und dann angegriffen. Wie unglaublich mutig. Wir haben entschlossen angegriffen und der Feind zog sich zurück. Natürlich verteidigten wir unser wunderbares Land voller Stolz. Tatsächlich. Wir haben mindestens ein halbes Dutzend von ihnen erledigt, bevor sie überhaupt gemerkt haben, was da vor sich geht. Der Rest von ihnen floh wie die Schweine von der Schlachtbank. Wir stellten ihnen nach und dann sei... Was amüsiert euch, Meister? Nichts. Weiter. Natürlich. Wie schon gesagt, verfolgten wir die Goblins und schossen ihnen in den Rücken, da sie nicht stehen bleiben und ehrenhaft kämpfen wollten. Bedauerlich, aber notwendig. Ja, Eure Hoheit. Wir hatten alle Goblins bis auf zwei erlegt, als diese Meeresungeheuer auftauchten. Zuerst dachten wir, sie seien die Verstärkung der Goblins, aber wir merkten schnell, dass ihre Ankunft nichts mit dem Kampf am Strand zu tun hatte. Wir gingen hinter einigen Felsen in Deckung. Sie trugen alle eine Tasche um die Hüfte und ein seltsames Amulett. Es sah aus wie ein kleines schwarzes Kästchen. Was? Moment mal, erzähl das noch einmal. Die Stelle, als ich ganz alleine zwei Elfen mit nur einem einzigen Pfeil erwischt habe? Nein, nach dieser Lüge. Was war mit diesen Kästchen? Sie hatten ungefähr 5 cm Seitenlänge und waren aus glattem schwarzem Metall gefertigt. Mehr konnten wir nicht sehen. Diese Kästchen erinnern mich an eine Legende. Was ist dann passiert? Die Wesen aus dem Meer stritten sich. Dann trennten sie sich und eine Gruppe von ihnen ging schnell den Strand hinunter. Die restlichen gingen in die andere Richtung. Am nächsten Morgen stellten wir fest, dass sich eins der Wesen am Strand gehäutet hatte. Ihre Spuren waren von der Flut verwischt. Also beschlossen wir, zum Stützpunkt zurückzukehren und Bericht zu erstatten. Danke für den Bericht, Leutnant Kalich. Ich bin angenehm überrascht, zur Abwechslung mal etwas Interessantes zu hören. Ihr seid zum Hauptmann befördert. Stellt sofort einen Suchtrupp zusammen und findet dieses Meereswesen. Wenn ihr Erfolg habt, könnt ihr die Beförderung behalten. Genauso wie euer Leben. Oh, und Kalich, eins noch. Viel Glück. Okay. Wollen wir mal loslegen? Ich habe das schon mal angefangen. War nicht ganz so erfolgreich. Ich habe es irgendwann abgebrochen, weil es einfach zu schwer war. Machen wir mal neu. Ich habe auch nebenbei immer noch so eine Seite offen, wo ein bisschen was erklärt ist, weil ich muss so vieles wissen, wo wer ist, für die Ausbildung. Du kannst jeden Beruf zuteilen. Da gibt es verschiedene Stufen, wo du dich dann weiterbilden kannst und sowas. Ist aber in verschiedenen Städten, das musst du alles wissen. Jeder selber kann nochmal ausgebildet werden als Bogenschütze und dann immer höhere Form gibt es davon. Kenne ich jetzt auch alles nicht auswendig. Und deswegen habe ich noch einen kleinen Guide nebenbei. Ich weiß auch gar nicht genau, was ein guter Anfangsbild ist. Guck mal. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so gemacht worden ist, aber irgendwie wurde das ja automatisch gerade ausgewählt. Nehmt mich mit, ich kann... Was ist mit mir? Ich wäre gern... Ich vertraue mir. Okay. Ich mach das schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn zum Beispiel... Ah, das ist doch eigentlich auch hier beschrieben, was ein Dritter und so ist.
Okay, die bekommen recht viel Treffpunkte. Treffpunkte erhöhen sich durch Reaktion? Nee, durch Ausdauer, ne? 8 Trefferpunkte ist das Leben. Stimmt. Also ich würde ganz einen Ritter nehmen. Das ist klar. Ich bin. Das wird ein Fest. Vince, ist klar. Ich habe eh nichts vor. Da weiß ich nicht. Mönch? Mönch wäre scheiße. Druide? Hätte ich auch Bock mal zu? Oder Kleriker? Und ein Zauberer nehme ich auch noch mit. Problem ist, einer muss vom Glück abhängig sein können. Nehme ich mir vielleicht doch ein. Noch doch ein Dieb? Das war ein Ranger. Was ist ein Ranger? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ein Ranger ist eine Mischung aus Ritter und Druide. Von allen Klassen kann er die meisten Fähigkeiten erlernen, aber nur wenig meistern. Später kann er die Magie der Elemente und die Magie der Kleriker lernen. Licht- und Schattenmagie wird er dagegen niemals in seinen Reichweiten erlangen. Fast alle Waffen und Rüstungen stehen dem Ranger offen. Die Fähigkeiten Platten und Streitkolben kann er nicht erlernen, okay? Weiß ich nicht. Ich kann euch helfen. Na komm schon, nehm mich mit. Okay, wir müssen jetzt mal ganz kurz das schauen. Und zwar, welcher am besten ist für einen Ritter? Welche Rasse? Welche Rasse ist denn am besten? An sich brauche ich ja, eine Reaktion. Ne? Geschick brauche ich gar nicht so mit dem Krieger, oder? Nö, das brauche ich gar nicht so oft. Nö. Ich würde schon sagen, Reaktion, Ausdauer und Stärke, dass die. Aber das habe ich nirgendwo. Ich habe nur Zwerg, der auf Stärke ist. Und Ausdauer. Aber dafür in Reaktion nicht so nice ist. Wird das tatsächlich ein Mensch nehmen? Ich bin der Richt. Los, nehmt. Ja, ich bin da. Nehmt. Los geht's. Nehmt mich mit. Mensch, 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 Los, Mensch, Mensch. vertrau mir. Ich bin. Nehmt mich. Ihr braucht mich. Meinetwegen. Nimm doch mich. Ich hab eh nichts. Ich komme gerne mit. Darf ich mit? Darf ich? Ich hab eh. Nimm doch Nehmen wir Vince. Ihr doch. braucht mich. Die sieht doch sympathisch Wenn's aus. sein muss. Obwohl es gleich ein Mann Ihr sein, braucht nicht ne? mich mit. Oder? Ihr braucht mich. Nehmt. Ich bin der Richt. Komm, hier so ein. Dann bei. Bei Ihr sollt doch nicht. Nehmt mich mit, ich kann euch Bogenschütze. helfen. Schütze hier. Würde ich Und tatsächlich solltet mich mitnehmen. 11 nehmen. Da brauche ich ja an sich Geschick, Ausdauer. Ausdauer eigentlich gleich so viel. Stärke noch. Und Glück. Eigentlich Glück auch, ne? Aber Glück ist überall neutral. Das Ding, also Geschick wäre auf jeden Fall gut. Geschick ist eigentlich nur bei 11. Das Ausdauer da, das brauche ich nicht so unbedingt. Charisma. Oh, Intelligenz ist noch recht hoch. Ich glaube, dass bei ihm der Schaden auch durch Geschick macht. Ja. Okay, dann würde ich das so machen. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich finde, wir gucken uns vor. Einfach nochmal. Oh, ich sehe gerade, im Chat wurde geschrieben. Yes, I like this game too. I'm watching with character issues. It's very difficult and I played it for 10 years the last time.
Und ja. Okay. Ich glaube, ich nehme hier auf jeden Fall Glück hoch. Ich würde 13. Ich glaube, 13 war der neutrale Wert. Achso, nö, das ist auch nicht relativ egal. Gut, dann können wir hier auf Geschick nochmal 2 hochmachen. Da machen wir nicht so viel. Ist nur 10 oder. So machen wir hier. Dann Stärke braucht er gar nicht. Intelligenz ein bisschen. Ausdauer ist auch nicht ganz verkehrt. Geschick will ich schon so über 20 machen. Den Kleriker, Krieger. Kriegerstärke. Machen wir hier Stärke hoch. Aber wie viel machen wir hier hoch? Könnten da ja auch ein Ork nehmen, ne? Oh. Ein Ork. Los geht's. Nimm doch mich. Wo ist ein Ork? Ich bin das. Ich kann. Wie wär's mit? Ich bin dabei. Oder ein Zwerg. Können wir auch einen Zwerg nehmen? Braucht mich. Zwerg wäre auch cool, ne? Da habe ich aber allerdings nicht so viel Geschick und Reaktion. Reaktion ist ein Maß der Geschwindigkeit des Charakters. Eine hohe Reaktion erhöht die Rüstungsklasse und senkt. Ah, ich glaube, Reaktion ist für Leute, die nicht so viel Rüstung haben, meine ich. Dann brauchen wir das eigentlich gar nicht. Dann können wir da eigentlich auch ein Zwerg nehmen. Nehmt mich bitte mit. Nehmt mich. Ihr braucht einen starken Krieger. Was ist mit? Nehmt mich bitte. Geht nicht ohne. Ich bin dabei. Wie wär's mit mir? Ich mit denen. Der sieht doch gut aus. Was ist mit mir? Ihr braucht einen starken Krieger wie mich. Vertrau mir. Ich bin der Beste. Nehmt mich mit. Na los. Darf ich mit? Die. Hey, hier bin ich. Die Stimme ist doch. Die Stimme ist doch gut. Stärke muss da aber recht hoch sein, auf jeden Fall. Und Ausdauer noch ein bisschen hoch. Sagen wir mal, wir machen für jeden 10 Punkte erstmal. Warte, ich mach nochmal neu. Ihr sollt wie ich lasse euch Scheiße. Nicht im Stich. Nehmt mich. Ich bin der Richtige. Geht nicht, nehmt mich. Was wollten wir da jetzt nehmen? Ich bin der Beste. Bogenschütze und 11. Wo ist 11? Wo ist 11? Wo ist 11? Da. Das wird ein Na komm. Ihr solltet mich mitnehmen. Nehmt die, ne? Schon. Nehm ich mit. Die. Dann Schütze. Und 10 Punkte haben wir gesagt, pro Charakter erstmal. Reaktion könnte er ein bisschen was haben. Dann machen wir Intelligenz 2 und Geschick. Und da noch ein. Komm, so ist doch gut. Der ist gut. Oh, welche Berufe, das muss ich gleich gucken. Berufe muss ich gleich gucken. You should give all of them are the more better the bow skill. Ach so. You mean this, everything in this? Sorry, but my English is
Not so good. And I must take some time to read and translate it. But do you mean this? Do every point in this? Dann mache ich hier ein bisschen weniger. Zwei. Mach da dann noch einen rein. I think that's good. But I need some in lag 2. I think. Ah, dann machen wir da erstmal aus. Machen das so. Verfügbar. Ah, you mean I should take all this pound? Yes. But I take some time to choose. Hier nehmen wir auf jeden nehmt Fall. Mich bitte, ich kann euch, nehmt mich bitte. Was ist mit mir? Oh, hey, ich muss das hier unten auswählen. Zauberer. Und hier, ich weiß nicht, ob Kleriker. Kleriker, was nehmen wir denn da? Nehmen wir einen Kleriker? Kleriker, nein, da ist ein Kleriker da. Nein. Ich bin da. Kann Kleriker nachher? Das ist schwer, das ist schwer, das ist schwer. Kleriker will ich auf jeden Fall nachher heilen können. Spirituell war das, glaube ich, ne? Ja, da muss ich auf jeden Fall einen Kleriker nehmen. Kleriker. I don't know, which point do you mean? Say it again, please. Vertrau mir. So, ich glaube, das nehme ich auf jeden Fall alles. Dann muss ich mal schauen. Was ist denn? Ausbildung. Nee, nicht bei Ausbildung. Wo ist das denn nochmal? Charakter. Für Kleriker brauche ich auf jeden Fall Intelligenz. Da können wir ja eigentlich auch einen Elf nehmen, ne? Ja, dann nehmen wir auch einen Elf. Aber ich weiß gerade nicht, ob Bogenschütze dahin soll, vielleicht lieber. Ist egal. Hey, hier bin ich. Wenn's sein muss, nimm doch mich. Ich glaube, die kann ich aber nachher auch noch verschieben. Ich würde schon mitkommen. Ich komme gerne mit. Ich komme gerne mit. Ihr solltet mich. Wie wär's mit mir? Ich kann euch helfen. Mit die? Ihr braucht mich. Ihr braucht mich.
Intelligenz muss hier auf jeden Fall hoch. Zauberer. Hä? Nee, da brauche ich Charisma. Ach, da brauche ich Charisma. Charisma. Dann nehme ich da, kann ich da ja Mensch nehmen. Mensch nehmt nehmen. Mit, ich kann euch helfen. Wie wär's? Ich bin da. Geht, nehmt mich. Nehmt mich. Ich vertraue mir. Ich mach das schon. Dann sind wir da so und gehen hier auf Charisma, würde ich sagen. Oder? Ich könnte natürlich auch da Glück hochmachen, ne? Oh, ist das schwer, ist das schwer, ist das schwer. Charisma. Oh, ist das schwer. Ich könnte ja auch. Nee, eigentlich macht da nur 11, nur der Sinn. Könnt ihr auch hier Glück noch mit hoch machen. Was brauchte man denn nochmal für die Waffen hier? Achso, die Waffen kann ich nehmen, ne? Streitkolben. Fähigkeitswert wird zum Angriffsbonus addiert. Aber was macht denn denn besser? Ah, ich meine die Bogenfertigkeit aus der unteren linken Ecke. Unteren linken Ecke, nicht die Statistikpunkte. Die Bogenfertigkeiten ist für jede Klasse oder jeden Charakter nützlich. Ach so, stimmt, stimmt, da war was. Yes, you are right. Yes. Wo ist ein Bogen? Also der hat Bogen. Wie mache ich denn jetzt überall Bogen rein? Ach so, okay. Ah, you mean this? But I think can choose with every character the Bogen. But later I can learn it in the game. Gut, der Bogen, der Bogen, der Bogen. Durch der Leder kann ich ja nicht wegnehmen, ne? Oh, was nehmen wir denn noch? Erstmal machen wir erstmal die Stats. Die hier, machen wir die erstmal. Ich glaube, dass ich hier noch ein bisschen was auf Glück machen kann. Aber Charisma erstmal richtig hoch. Oh, so viel wollte ich nicht. So. Machen wir den mit Glück voll. Den lassen wir erstmal so. Nicht jede Klasse kann Anfang an Bogenfertigkeiten haben, aber diejenigen, die es können, sollten es wählen. Yes. Sorry, my German is not really good. I don't really speak good German. Me too in English, so yes. But I think it worked. But you understand something when I say something in Germany?
Only guys if speak English. Now what? It's very difficult for me to speak every in English or Americans. hier muss auf jeden Fall Stärke rauf. Ich weiß nicht, ob ich da alles drauf machen sollte, aber so ein bisschen was vielleicht in Ausdauer. I try to speak slower, so maybe you can understand more. Zauberer, die müssen auf jeden Fall Intellekt haben. Dafür brauchen wir dann 11. Ja, ich bin. Nehmt mal. Ich komme. Ich bin da. Dann 11. Hey, hier. Na komm, ihr solltet mich zu Diensten. Ihr solltet mich mitnehmen. Ah, du sprichst noch Norwegisch. A friend of me speak Norwegisch too. So, da müssen wir auf jeden Fall auch ordentlich in Intelligenz reinmachen. So viel langt auch erstmal. Und könnte noch ein bisschen was in Reaktion reinmachen. Damit er nicht ganz so schnell weggeht. Ich weiß noch nicht, ob ich hier Glück mitmache. Do you know which of these characters can have luck? Which is the best character for luck? I think this one. But maybe this one, because he only want this. Ich würde dem auf jeden Fall ein Schwert, hat er ja, dann noch ein Schild geben. Der hat Was passt? Seelenmagie? Nee. Was kann er denn noch gut lernen? Nun, Norwegisch ist eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Zumindest sehe ich das so. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Vor allen Dingen ist ja Norwegisch auch nochmal ähnlich wie Schwedisch und Dänisch, ne? Aber Alchemie ist ja auch noch, ne? Oh, was braucht man denn für Alchemie? Die Fähigkeit Alchemie ermöglicht Tränke zur Mischung. Ja, Alchemie, wer kann das am besten? Druide. Oh, eigentlich bräuchte ich da noch einen Hexer, ne? Ist Hexer, ist doch
Zauberer, oder nicht? Dann kriegst du Alchemie auf jeden Fall. Zack. Aber ich brauche noch einen, der Sachen erkennen kann. Und reparieren. Was war Lernen nochmal? Die Fähigkeit Lernen erhöht die Erfahrung, die der Charakter sammelt. Ach ja. Auch nicht verkehrt, ne? Oh, Handeln ist auch nicht verkehrt. Guck mal, der könnte doch eigentlich mal reparieren machen. Kann er nicht. Na toll. Sechster Sinn ist auch nicht, oder? Ah, dann kriegst du das auf jeden Fall, weil du den Glückssinn hast. Kriegst du das beides? Hast du eine Waffe? Nee, nur einen Bogen. So, du kriegst auf jeden Fall nochmal Feuer, würde ich sagen. Hast du Feuer? Feuer hast du. Monsterkunde? Achso, dann weißt du was über den... erkennen. Du kannst erkennen. Kannst du erkennen? Nee. Gut, wenn nur einer erkennen kann, würde ich sagen, er kann dann am besten erkennen. Ein Hexer kann am besten erkennen. Dann kriegst du doch auch noch erkennen. Zack. Was kann denn... Da kannst du denn noch... Kannst du da überhaupt mit am besten sechsten Sinn? Ja. Sechster Sinn bleibt. Dann kannst du noch gut... Stehlen will ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Kette ist noch zu früh, das brauche ich, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das passt jetzt mit Bogen und Schwert, das lassen wir. Ich weiß nicht, Meditation, die Fähigkeit Meditation führt den Zauberpunkten des Charakters direkt weiter. So, Zauberpunkte zu. Die Zauberpunkte errechnen sich aus der Multiplikation des Bonus der Klasse. Ach so. Ah, okay, das ist eigentlich recht wichtig. Aber irgendjemand muss noch reparieren machen. Ritter und Paladin. Dann macht das nachher mal ein Ritter, wenn er das dann kann. Dann lerne ich das nachher. Seelenmagie, was war das? Haben wir auch später. Was kann denn noch der Kleriker recht gut? Doch irgendwelche Zauber bestimmt noch, oder? Geist. Geist kann er noch gut. Körper hat er ja. Dann macht er mich dann noch Geist. Würde ich sagen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, ne, immer gerne reinschreiben. Es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe sogar vor 2 Jahren den 6. Teil durchgespielt. Bist du ja auch ewig bei. Schütze. Was machen wir denn da rein? Schütze braucht noch irgendwas, braucht noch der Schütze. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht noch eine Magie. Ich will nämlich jetzt auch mal so langsam loslegen. Lernen. Soll ich ihm noch Lernen geben? Nee, oder?
Ich glaube, ich gebe ihm noch irgendeine Waffe mit. Axt. Wer kann denn am besten mit den Waffen nachher umgehen? Ist das nicht auch noch irgendwie da? Was kann denn der Bogenschütze am besten? Wahrscheinlich Bogen. Bogenschütze. Bogenschütze kann nachher Kette ganz gut. Okay. Ein Speer. Gebe ich ihm doch noch einen Speer mit. Guck mal, gebe ich ihm noch einen Speer mit und dann habe ich doch überall was. Das ist doch, passt doch erstmal so. Und dann war doch noch irgendwie, die Fallen waren wichtig, dass ich die gut erkenne. Deswegen würde ich hier nochmal ein bisschen was auf Glück machen. Reaktion. Nö, das passt, das passt, das passt. Charisma, kriegst du noch ein bisschen was auf Charisma? So. Und du noch ein bisschen was auf Geschick, ne? Damit du öfters triffst, so. So, legen wir los. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Brauchen wir noch nette Namen. Also einen will ich Skelet nennen. Das ist Skelet. Erika, haben wir da gesagt, dass es eine Frau ist? Ich bin der Beste. Los geht's. Ich komme mit. Oh, jetzt ist das alles wieder weg. Oh. Ihr braucht meinetwegen. Das klappt schon. Nehmen wir die. Die ist auch schon nicht. Hier wollten wir auf 25 hochgehen. 25. Und ja, auf 25 wollen wir da hochgehen. Gut. Die nennen wir, wie nennen wir die? Skelet, dann brauchen wir auch eine Scarlet. Das ist ganz klar. Warum bleibt das jetzt nicht? Ah, jetzt gut. Skelet. Was nehmen wir da für einen Namen? Oh, das Eingeben, das ist so nervig. Skelet, bam. So. Ah, warte mal, die nehmen wir Scarlet. Nur mit Frauen unterwegs, das kann eigentlich auch nicht sein. Aber wir müssen hier mit Typen nehmen. Na komm, das, ich bin dabei. Hey, hier bin ich. So, dann nehmen wir das doch. Und dann Intelligenz wieder hoch auf 30. Und dann hatten wir hier noch ein bisschen was auf. Den, ne? Ja. Scarlet, Skelet. Nee, das, den nennen wir Healer. Wir nennen einfach so, was sie sind. Healer. Damage over, dann Mage over, Sack, Damage over, Heal over. Ah, oh, jetzt ist der Buchstabe groß. Heal, so nehmen wir den. Und das ist einfach nur Scarlet. Er ist ein Typ, das passt nicht. Gullet. Dann haben wir das erstmal fertig. Hört, hört.
Der große Wettbewerb auf der Smaragdinsel beginnt. Die Liste der Gegenstände wurde bereits unter den Bewerbern verteilt. Wie ihr wisst, erhält der Sieger das Recht an Schloss Harmony und dessen Land. Seid vorsichtig, die Smaragdinsel kann gefährlich sein. In der Nacht sind drei Bewerber verschwunden und wir fürchten um ihre Sicherheit. Haltet bei der Suche ein Auge nach den vermissten Bewerbern offen. Wenn ihr einen Ausrüstungsgegenstand in den Wäldern findet, so kehrt schnell mit diesem Hinweis zurück. Das könnte ihnen das Leben retten. Es geht das Gerücht um, dass ein Monster auf der Insel sein Unwesen treibt und sich wahrscheinlich in einer der Höhlen versteckt. Wenn ihr eine unbekannte Höhle entdeckt, geht nicht hinein. Schickt jemanden zurück in die Stadt, damit die Wachen die Untersuchung übernehmen können. Wir wollen nicht, dass noch jemand verletzt wird. Und noch etwas. Wir haben eine Meldung, dass es sich bei dem Monster um einen Drachen handeln könnte. Wenn ihr ihn seht, rennt um euer Leben.